Grüße euch, da ist wieder Uwe Breuer mit Neuschöpfungsleben. Ja, wir haben eine interessante und schnellläufige Zeitqualität und deswegen melde ich mich auch schon wieder, weil die geistige Welt hat mir gesagt, es geht jetzt schnell voran und so, dass auch wir jetzt vorbereitet werden auf diese neue Energie, die da kommt, auf etwas, das uns ja auch eine neue Art des Lebens ja mit uns in Resonanz bringt sozusagen und dass dieses neue Leben, was da jetzt in dir ja schon aufkeimt und auch schon am Erblühen ist, sich jetzt seine Wege sucht, seine Ausdrucksform, seine ja, seine Energie auch nach außen bringen möchte, ausstrahlen möchte, das spürst du natürlich. Und da ist ja jetzt genau dieses Thema, was möchte ich denn überhaupt tun? Was möchte ich denn überhaupt machen? Was ist mein Platz in dieser neuen Welt, in dieser, wie man mir sagt, neuen Schöpfung, in dieser neuen Energie? Das, was wirklich jetzt da an Wirklichkeit immer mehr in dein Innerstes so aufscheint und dann aber auch die Diskrepanz mit dem, was du im Außen erlebst, dieses, was ist im Außen im Moment noch da und da dann auch diese alten, ja, Verbindungen und dieses Ziehen zu diesem Alten, aber auch diese Lösungsprozesse und das ist jetzt alles so in dir am Wirken und erzeugt auch dauernd durch diese Wirkung eine neue Wirklichkeit, aber auch ein neues Bewusstsein in dir. Und diese Diskrepanz, die fängt jetzt immer stärker an zu wirken in dir. Es ist eine Kraft da, die sagt, nein, ich will das Alte so nicht mehr. Das weißt du, das spürst du aus deinem innersten Herzen heraus. Aber was du teilweise vielleicht immer noch nicht so ganz spürst, sagt mir die geistige Welt, ist, dass jetzt dieses Neue gelebt werden will. Und da ist jetzt immer die Frage, ja, wie will ich es denn überhaupt leben? Was ist denn da überhaupt meine Berufung? Und so, wenn du willst, weil ja etwas ganz Neues jetzt kommt, auch meine neue Berufung, mein neuer Lebensplan, der sich jetzt immer mehr aufspannt. Du hast einen Lebensplan natürlich mitgebracht, diesen Lebensplan, der so lange gewirkt hat, sagt man mir, bis dieses Neue jetzt tatsächlich in der Sächlichkeit, in der Tat anfängt zu wirken. So lange gingen unsere Lebenspläne, die wir mitgenommen haben. Danach hat man mir gesagt, jetzt die höheren Dimensionen, ist es so, dass es diese neuen Energien dazu ja jetzt übergeleitet haben, dass sich in uns mit unserem höheren Bewusstsein die neuen Lebenspläne anfangen zu generieren in uns, dass wir jetzt mit unserem höchsten Selbst immer öfter spüren, so, also mit unserem innersten Herz, so, du spürst jetzt so, jetzt kommt was Neues, es kommt, es kommt, es kommt, aber wo ist es? Wo ist es, ne? Dieses, was ist denn das, was in mir so pocht und in mir immer wieder an die innere Tür klopft sozusagen, mach mal die Tür auf und du fragst dich wahrscheinlich dann, wie wir alle teilweise immer wieder jetzt, ja und ja, ich will, aber was, ne? Dieses ist ja jetzt so im Feld. Also, ich habe ja in dem letzten Video und auch im Live gesagt, kannst du schauen unter Live hier auf dem Kanal, was da jetzt so in diesen Übergangsphasen, dass das nicht diese großen Katastrophen gibt, nicht diese Kataklysmen und so weiter, jedenfalls so, wie man es mir immer jetzt gezeigt hat. So, und das ist ja schon mal sehr schön, das ist ja schon mal sehr beruhigend. Aber sagen Sie mir, es ist jetzt auch wichtig, wie gesagt, dass wir jetzt anfangen, unsere eigenen Lebenspläne, die sich jetzt, wie gesagt, neu am Generieren sind, am Transformieren sind die alten in dieses Neue, jetzt an auch diese höhere Energie, die da kommt, mit unserem Körper, den wir ja gerne unbedingt mitnehmen wollen und auch werden. Aber es ist auch jetzt gut, sagen Sie mir, sich an diese neuen Energien körperlich, feinstofflichen Körper, die in uns auch sind,
Wir haben ja wie so verschiedene Schichten in uns. Das kennst du ja auch, die Aura, die wird ja auch generiert von diesen feineren inneren Körpern, die ja diesen grobstofflichen Körper als, ja, als Blaupause dann auch bilden. Und dies ist ja jetzt auch dran mit auch dieses, ich sag mal, auch dieses Emotionale in dir, wo du immer wieder spürst, dass jetzt dieses Neue ja in dir immer mehr an die Tür klopft, von innen, aus deinem innersten Herzen heraus. Und wie transformiere ich es jetzt in meine Wirklichkeit, die ich um mich herum jetzt hier sehe? Das ist jetzt das Thema, ne? Und da ist jetzt dieses Thema auch immer mehr am Laufen, dass die geistige Welt, die höheren Dimensionen mir sagen, dass sie uns da jetzt darauf vorbereiten eben. Und das spürst du, diese Waschmaschine, die in dir jetzt immer wieder diese alten Energien hochholt, wo du denkst, das hast du schon längst hinter dir. Und dann ist mal wieder etwas da, habe ich ja auch schon erwähnt, wie das jetzt von den äußeren Schichten der Aura immer mehr ins Feinstoffliche und dann ins Stoffliche, in den Körper reingeht. Und diese verschiedenen Punkte, dann sagen wir mal, hier ist ein Punkt in der Aura und der geht dann tiefer eine Stufe und noch tiefer eine Stufe. Der kommt immer wieder und immer ein bisschen kräftiger, weil er ja immer mehr zu deinem, ich sag mal, zum Kern geht, zu dem, was das mal ausgelöst hat, ne? Und das Unterbewusstsein ist ja das, was es dann transformiert durch dein Unterbewusst. Nur wenn dein Unterbewusstsein sagt, ja, ich gehe mit, ich traue dem, was da jetzt kommt. Ich bin bereit, dann und sich das angefangen hat zu lösen, diese alten Blockaden, die dich immer wieder abhalten, wie so Gummibänder zurückziehen. Du gehst vor und dann zieht es dich wieder zurück. So, und wenn dein Unterbewusstsein sich jetzt anfängt, immer mehr dir zu glauben, dass du das kannst, dass du da mitgehst, dann wird es viel einfacher und du spürst, weil dein Unterbewusstsein ist ja immer stärker wie Tagesbewusstsein, geht dein Tagesbewusstsein sozusagen vorwärts und dein Unterbewusstsein gibt dir Rückenwind und sagt, ja, wir gehen jetzt zusammen, wir gehen jetzt zusammen in dieses Neue und das ist das, was unsere höchsten Bewusstsein, unser allerhöchstes Selbst, unser göttliches Selbst jetzt mit uns gehen möchte. Und dafür sucht es auch ich sag mal, die Menschen und die Kanäle, also das Göttliche sucht jetzt die Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich gehe jetzt mit, ich bin bereit, diese Schichten in mir jetzt aufzulösen, die mich jetzt noch immer wieder Gummibänder zurückhalten, weil mein Unterbewusstsein halt sagt, ja, warte noch mal, ich weiß nicht, was da kommt, ich bin unsicher. Wir haben in der Vergangenheit schon vieles erlebt und ich warte jetzt noch. Und dann wartest du und wartest du oder du gehst und es geht nicht richtig. Es ist wieder wie so, als ob dich etwas zurückzieht. Es funktioniert nicht richtig. Im Außen kommen irgendwelche Dinge, wo dann nicht so richtig im Flow sind, das fließt nicht so richtig und dann verebbt es wieder so und du bist frustriert und dann, ja, wie das halt in den letzten Zeiten häufig so war. Und jetzt ist halt eine andere Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo dein höchstes Selbst und das Göttliche möchte, dass jetzt ganz, ganz viele Menschen an ihren Neuschöpfungs Platz, wenn du so möchtest, an dem Ort geführt werden, wo sie dieses Neue mitkreieren und leben. Das neue Leben leben, wirklich leben. Erst in sich selber wahrnehmen, spüren, die Vision wieder mehr erkennen, immer mehr in die Richtung dann auch gehen und vor allen Dingen das Unterbewusstsein da mitzunehmen, zu transformieren, wieder in das Vertrauen zu bringen, ja, ich gehe mit, ja, ich glaube, dass wir jetzt in dieses Neue gehen, weil das Tagesbewusstsein glaubt es vielleicht schon, aber das Unterbewusstsein ist teilweise noch in diesen alten Verstrickungen eingestrickt sozusagen, wie so Fäden hängt es noch an diesem Alten dran und das ist jetzt das, was wir auflösen, wo wir jetzt weitergehen. Und dann kannst du deine wirkliche Neuschöpfungsberufung, dein neues Leben auch leben. Und dann fließt es auch.
Genau, und das ist ja dieses, was jetzt ansteht. Und du fragst jetzt natürlich, wie geht das? Das geht über verschiedenste Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind so, dass du immer wieder mit deinem Unterbewusstsein auch redest, dass du das mitnimmst, dass du zu deinem Unterbewusstsein hingehst und so weiter, aber auch mit deinem höheren Bewusstsein in Resonanz gehst über deine innere, ja, über du kennst dieses, wenn du manchmal so eine Energie in dir spürst, dass es gut ist und dass du dem traust, dann geh noch mehr rein, öffne dich dem, sag, ja, ich gehe mit und so weiter, dass du wirklich, geh auch viel vielleicht in die Natur, dass du spürst, ja, das Leben ist da, es ist in mir, es ist im Außen. Außen ist ja auch innen bei dir, du bist ja nicht zufällig an irgendeinem Ort. So, und dieses spürst du dann wieder. Genau, ja. Und es geht jetzt halt wirklich in dieses Neue ganz, ganz stringent, also direkt rein. Du gehst mit und geistige Welt wird dir alle Möglichkeiten da zur Verfügung stellen. Sie hat mir natürlich auch schon viele Möglichkeiten zur Verfügung gestellt und ich würde sie dir sehr, sehr gerne weitergeben, anbieten. Ich habe jetzt ja auch diese neue Möglichkeit bekommen, dass mir etwas gesagt wird in der geistigen Welt von meinem oder von deinem höchsten Selbst. Und dieses höchste Selbst, dein göttlicher Ursprung, kennt dich natürlich absolut. Und dies ist dann auch so, dass dein höchstes Selbst dir dann auch bestimmte Engelswesen oder aufgestiegene Meisterin, Meister, die manche Erdenthemen doch noch genauer kennen, weil sie hier schon oft inkarniert waren, dann holt. Ich werde dann in einer persönlichen Beratung, die ich jetzt so gemacht habe, dass ich das über diese Simultanweitergabe zu dir dich inspiriere, dir dieses weiterleite, was mir gesagt wird von deinem höchsten Selbst, von diesen aufgestiegenen Meisterin, Meister oder von eben Engelswesen, die genau für dieses Thema dann geholt werden von deinem höchsten Selbst, von deinem höchsten Selbst. Kennt dich natürlich absolut, weiß genau, was du brauchst, wo dein Weg hingeht und auch, was dieser neue Lebensweg für dich beinhaltet. Dieses Neue, wo da kommt, wo ist das, wo bist du da, wie bist du da, was machst du da? Und diese als Inspiration natürlich, das kann ich dir anbieten. Du kannst es natürlich auch alleine machen, aber wie gesagt, das ist diese neue Möglichkeit, wo ich ganz, ganz froh bin, euch die weitergeben zu können und da euch dich inspirieren kann. Es ist immer nur eine Inspiration, weil der freie Wille ist absolut. Genau. Ja, in diesem Sinne, ja, das ist unten verlinkt, wenn du dich da erkundigen möchtest. In diesem Sinne möchte ich dir eine wirklich wundervolle Zeit wünschen und wenn dann diese neue Energie kommt, dann ist es ja so, dass wir dann jetzt vorbereitet sind, immer mehr, weil wir ja jetzt durch diese Prozesse durchgehen, dieses wieder mehr lösen, diese alten Energien auch transformieren und in dieses Neue mitnehmen, auch unseren Körper, unseren feinstofflichen Körper. Das ist jetzt die Zeitqualität, die jetzt sehr, sehr wichtig ist, dass wenn diese unendliche Kraft da jetzt bald kommt, dass wir dann parat sind, dass wir dann an der Stelle, wo wir sind, wo wir vielleicht auch erst hingeführt werden, dann dieses Neuschöpfungsleben leben, andere inspirieren, auch wieder in ihren Kanal zu gehen, auch wieder dieses wahrzunehmen, was ist jetzt für mich dran, was ist meine wirkliche Lebensberufung mit dieser neuen Energie zusammen, mit diesem neuen Bewusstsein. Und wie gesagt, um dann auch ich sag mal, diese neuen Orte, die jetzt entstehen, dann diese Neuschöpfungsorte, diese Neuschöpfungs-, aber auch, ich sage es, es ist diese Tempel, die da wieder neu entstehen und so weiter, wo diese Energien rein und rausfließen, dass du an diesen neuralgischen Punkten dann wirklich auch da bist. Da bist in deiner ganzen Größe, in deiner Liebe, in deiner Kraft und gleichzeitig auch
in dieser Feinheit, in diesem Spüren, was ist hier wirklich, ja, was ist hier für eine Energie, was braucht dieses, was braucht hier dieser Ort oder die Menschen oder was brauche ich gerade, damit ich es weitergeben kann, aber auch eben, wie gesagt, du bist dann an diesen, du wirst dann, wenn du dich, weil du bist ja oft, oft vorbereitet worden in vielen, vielen sogenannten Leben, auch auf anderen Planeten als Sternensaat, die jetzt hier auf der Erde mitwirkt, als, ja, als dieses Wesen, wo auch für seine Planeten dann, wo du herkommst, diese Neuschöpfungsenergie dorthin leitest und du als Kanal für deine, ja, Planetenfamilie, aber auch Seelenfamilie, aber auch geistige Familie. Du bist dieser Kanal, deswegen bist du hier auf dieser Erde. Das ist eine unglaubliche Energie, etwas Wundervolles, wo du hier jetzt machen kannst, wo du jetzt mitwirken kannst. Und um da reinzukommen, ja, das ist dieses, was jetzt diese Zeitqualität ist. Ja, und das freut mich so, dass ich euch da etwas anbieten kann, dich hier inspirieren kann über dieses Video, aber auch über andere Dinge, die eben diese simultane Beratung, die ich dir da geben kann. Genau. Alles Liebe. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir gehen gemeinsam. Es wird eine wirkliche, schönste Reise und der Weg ist das Ziel. Alles Liebe, der Uwe.